So, der Schilling meldet sich zur Welt von Echo of Soul. Ich bin mal wieder bei der Questhelferin, denn ich begebe mich jetzt ins nächste Gebiet und dort wird dann morgen, 13.06.2015, um 16 Uhr eine Level 60er Party stattfinden, die ich gerade hier veranstalte und plane. Also, ich bin kurz vor Level 60, naja, nicht so ganz, 2 Level-Ups, aber das, Leute, das mache ich locker. Und morgen um 16 Uhr, Wochenende, möchte ich das erreichen. Und jeder, der möchte, kann dabei sein. Jeder, der in dieses Gebiet kann. Also einfach Schilling auf dem Server Requiem auf die FL hinzufügen. Dann sieht man, in welchem Gebiet ich bin. Und ich werde dann so weit zocken, dass ich kurz vorm Max-Level bin. Und, Portal gespeichert. Ach, ein ganz neues Gebiet, das musst du erstmal reinladen. So, diese Mission ist erstmal abgeschlossen. Ich weiß nicht, suchen wir uns ein feines Plätzchen raus dann. Vielleicht dieses hier. Großer Niederfjell. Das ist auch, doch, das ist das letzte Gebiet und das sieht ziemlich episch aus. Also, hier in diesem Lager, auf der Karte, da trifft man sich dann, denn ich möchte gerne so auch ein paar Level 50 bis 60er, die meine Videos sehen, kennenlernen, weil ich ja doch in nächster Zeit mehr Dungeons machen möchte und so weiter und so fort. Also 13.06. 16 Uhr treffen wir uns hier. Ich werde das Maximallevel erreichen. Ich möchte, dass jeder, ich werde aufnehmen natürlich, jeder soll fett seine, wo haben sie es denn hier? Hier. Jeder soll fett seine Tanz-Emotes spammen und so. Da werden ein paar Fun-Aufnahmen gemacht. Und ich würde mich freuen, wenn so 20 Leute kommen. Das wäre schon ziemlich fein. Natürlich kann hier noch nicht jeder rein, aber ich denke mal, 20, 30 Zuseher sollten schon am Maximallevel sein, hoffe ich mal. Genau. Aber jetzt level ich noch ein bisschen habe, wer es vielleicht bemerkt hat. Und ich bemerke es selbst gerade. Ich habe das erst vorhin in der Stadt gemacht. Ich habe nochmal meinen Rubin kräftig aufgewertet. Na, Lamerling, du stehst im Weg, wie immer. Und man sieht, leuchtet schon ein bisschen wieder. Hier, nämlich plus 8 Rubin. Den habe ich geschafft, denn ich habe so ein bisschen auch im Auktionshaus vorbeigeschaut. Und anscheinend die plus 1er werden da fast gar nicht verkauft. Die Leute leveln einfach die Edelsteine hoch. Ach Moment, hier war noch eine Quest. Die Leute leveln einfach die Edelsteine hoch und verkaufen dann direkt die... Wie soll ich's... Ha, was ist denn da gerade los? Ich denke mir schon, warum laufe ich denn so schnell? Ich bin am Reittier oben. Ja gut, ich meine, habe ich gesagt, dass ich Usain Bolt bin. Ja gut, das habe ich. Cool. Ja schade, wahrscheinlich wenn ich jetzt angreife, sattel ich automatisch ab. Aber was soll's, cooler Fehler. So, genau, und hier werden wir einfach ein paar von diesen Bären oder ich weiß nicht, was wir machen. Irgendwas umklatschen. Da wird dann so eine fette Armee mit 30 Leuten loslaufen. Und versuchen, Level 60 zu erreichen. Und dann will ich hier eine fette Party sehen. Das ist der Plan. So, das sind hier so Bären. Was muss ich mit denen machen? Blut von toten Bären und Spinnen. Okay, und diese Quest, die war in den anderen Missionen. Das hat überhaupt keinen Sinn ergeben, was ich gerade gesagt habe. Diese Quest war in den anderen Zonen, wollte ich sagen. Oh, krass. Oh, krass. Cool. Ja, bitte immer so. So möchte ich mal PvP zocken. Is it a bug or is it a feature? Wir wissen es nicht. Geniale Sache. Geniale Sache auf jeden Fall. So, komm ran. Jawohl. Bitte nicht melden. Es ist nicht mit Absicht. Ich tue das nicht mit Absicht und nach diesem Video wird sofort aufhören. Aber das ist gerade noch ziemlich lustig für die Folge. So. Dann muss ich hier noch irgendwas einsammeln. Ja, und danach, im Anschluss, kann man gerne... Hoffe ich, dass sich da auch Gruppen finden für Dungeons oder so irgendwie. Denn ich war noch nicht in diesen ganzen High-Level-Dungeons. Und da würde ich dann gerne auch mal rein mit Stufe 60. Was ich aber definitiv auch dann direkt machen möchte, ist mal PvP. Bisschen schauen, wie ist es mit den anderen 60ern so in der Arena. Sind die stark, sind die schwach? Also schwach bestimmt nicht. Ich werde der Schwächste sein, weil ich dann erstmal mein Set brauche und die Items und alles drum und dran eben. So, diese Spinne da auch noch.
Und dann geht's mal wieder los, würde ich sagen. Mit ein bisschen AOE-Action. Und da sind sie alle... Nein, die lebt noch. Alle down, wollte ich sagen. Sind sie aber gar nicht. Genau. Sehr fein. Also, schreibt es euch in den Kalender. 16 Uhr. Ich hoffe, ich vergesse nicht. Nein. Und sollte sich spontan irgendwas ändern, einfach auf der Freundesliste kann mich jeder stalken und sehen, in welcher Zone ich mich gerade aufhalte. Und dann einfach dorthin kommen. Bitte nicht erwarten, dass ich jedem antworten kann, denn ich nehme mal an, hier bin ich schon zu weit, ich nehme mal an, dass ich da doch mehrere Nachrichten erhalten werde. Aber genau, jetzt wird es schon langsam auch Zeit. Ich wollte es etwas langsamer dann noch machen, aber für das Maximallevel. Dann schauen, ich werde so oft gefragt, hörst du dann auf im Maximallevel? Was kannst du dann noch machen? Nö, Leute, da geht das Abenteuer in EOS erst so richtig los. Da werde ich dann schauen, wie man am besten Edelsteine farmen kann, ein Video davon machen. Da werde ich mal jeden Dungeon machen. Ganz viele Schlachtfälle, ich bin ein PvP-Fan. Da werden sehr, sehr... Ach, verdammt, ich habe schon wieder vergessen, das alles einzusammeln. Ach, Mann. So, da werden ganz viele Schlachtfelder kommen und so weiter. All diese Dinge, also... Danach ist noch längst kein Ende in Sicht, keine Sorge. Da geht es dann erst so richtig los, würde ich mal behaupten. Und, wer weiß, vielleicht irgendwann mal so ein anderer Charakter... Ich habe mir ja noch den Schurken gesichert, der heißt Spieletrends. Und die Schillingine, die Schützin. Also, da könnte ich mir auch mal was von beiden ansehen. Aber ich bin eher nicht so der Freund von Zweitcharakteren. Ich lebe immer danach lieber ein starker Charakter als zwei, drei, vier, die irgendwie so vor sich hin gammeln und lümmeln und keine Ahnung was. Oh, verdammt, jetzt habe ich das versaut, weil ich aufgesattelt bin. Ja, egal. Es war schön, solange es anhielt. Aber irgendwie laufe ich noch immer so schnell, oder? Keine Ahnung. Egal. So. Und genau, da wird es dann erst losgehen. Am Maximallevel, weil dieses Edelsteine-Farmen, ich meine, es, man bekommt dann zwar, habe ich, ups, man bekommt dann zwar, habe ich gehört, hallo? Schneller die Veteranenmarken und mit den Veteranenmarken kann man sich ja immer die Edelsteinkisten kaufen. Jedoch von plus 5 auf plus 12 oder so ist, denke ich mal, schon ein, ja, dezent weiter Weg, den man erstmal bestreiten muss. Gold farmen, all solche Dinge. Und ich bin mir sicher, da kommen ja auch noch, hoffe ich mal, Events raus in EOS und Updates. Also, ich habe es schon länger angekündigt. EOS wird mein nächstes großes... Ach, ich bin gerade nicht so präzise. Mein Name ist im Keller. EOS wird mein nächstes großes Game. So, also keine Sorge. Bei 60 ist nicht Schluss. Aber wer es vergessen hat oder vielleicht den Anfang übersprungen, bitte, morgen 16 Uhr. Ich will da nicht alleine dastehen. Dann wäre ich schon traurig, wenn ich so der Einzige bin, der dann irgendwie dasteht. So drei brauche ich noch. Eins, zwei, drei. So 20 Leute, das wäre echt fein. Es sollte möglich sein. So viele passen auch in die Zone rein, hoffe ich mal. 20 Leute, das packen wir. Ihr müsst aber nicht, wenn ihr jetzt irgendwie Level 10 seid, extra in diese Zone laufen. Ich weiß auch gar nicht, ob das möglich ist. Ich kann es nämlich leider... Ach, ich kann es nämlich leider gar nicht in einer Low-Level-Zone machen, denn ich brauche ja ein Level-Up. Und das geht dort dann nicht. Und deshalb... welchen hatte ich noch nicht von denen? Dich hier. Nein, was wollt ihr von mir? Der. So, wusste ich's. Ja, ging noch. Okay, egal. Pures Chaos, aber wo gebe ich ab? Erstmal hier links bei einem Lager. Das ist dann schon das nächste Lager. Nö, da muss ich vorher noch hier hin. Ja, also ich denke, das ist schon ein guter Schauplatz hier. Oh, wurde mir... Ach so, nein, ein Twitter-Follower. So, Dankeschön, werde ich machen. Eine Tasse Kaffee dazu. Ein selbstgemachter Kuchen. Und mir geht's gut. So... ja, also das ist schon ein schöner Schauplatz. So Lava, Zerstörung, da kann man sein Maximallevel definitiv erreichen. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Moment mal. Ich reite jetzt so, als hätte ich zwei Reittiere, oder? Oder ist das in der Zone so ein Buff? Ich bin gerade, ich stehe auf der Leitung. Weil ich habe noch nicht die höhere Reitlizenz, dadurch wird man dann auch schneller. Die bekommt man... Ach genau, das wollte ich machen im Video. Da suche ich mir hier ein schönes Plätzchen.
Levinas Überraschungskiste, weil mein Inventar war immer voll und jetzt hätte ich mal ausgeräumt, obwohl ich habe schon wieder was bekommen. Chiromantin, no need. No need. Und hier Levinas Überraschungskiste mal aufmachen. Da ist nämlich die nächste Überraschungskiste. Oh, noch eine. Ach du meine Güte. Und immer dieses Zeug, wieso stapelt sich das nicht? Weil das alles aus eigenen Belohnungen ist. 4%. So. Denn irgendwo bekommt man dann auch noch kostenlos eine Reitlizenz. Hier ein Ring. Ein epischer, mein erstes Epic. Ha. Identifikation abgeschlossen. Coole Sache. Coole Sache. Sehr schön. Ring der Existenz. Dann, was habe ich noch so? Ja, genau. Und ein paar andere. Das ist aus der Daily. Das werde ich auch alles aufmachen, aber erstmal bitte Maximallevel erreichen. Dann kann ich hier schön Inventar und so. Das sieht doch aus nach einem Boss. Nö, doch nicht. Harpien-Bandit. Los Bandidos. Hier ist es gefährlich. Hier ist es gefährlich, sagte sie und steht hier wahrscheinlich schon seit Anbeginn von Echo of Soul rum. Liebe NPCs, ihr ergibt manchmal so viel Sinn wie DSDS und gute Musik. Oh, sorry, nein, das habe ich nicht gesagt. Das Sheldor, wie kannst du sowas sagen? Das war ich nicht. Immer diese Leute, die in mein Video reinsprechen. Aber ich reite hier doch locker doppelt so schnell. Das kann mir doch niemand erzählen. Das ist die doppelte Geschwindigkeit. Nicht schlecht. Nicht schlecht. So, das wollte ich auch schon immer mal machen. So viel auf einmal. Und dann mit dem AOE. Jetzt weiß ich nur nicht, wann die Helix-Klinge aktiv ist. Aber das wird schon klar gehen. Schön sieht das aus. Sehr schön sieht das sogar aus. Was blinkt denn hier die ganze Zeit? Bekomme ich da andauernd Edelsteine? Heiltränke? Okay. So. Wo sind die nächsten? Hier sind noch einige Harpien. Ist zwar doof, wenn ich jetzt schon die ganzen Quests hier mache. Weil dann bin ich... Ach, ich stehe ja kurz vorm Level-Up. Das mache ich definitiv noch in der Folge. Das sollte sich ausgehen. So, ist zwar doof, wenn ich jetzt schon diese ganzen Quests mache und wir ja dann hier das Level-Up erreichen sollen. Aber das geht schon irgendwie. Oder vielleicht kann man das auch machen? Zu 15 mit einem Raid in ein Schlachtfeld? Oder kann man nur maximal in einer Gruppe? Weil das wäre sonst auch heftig, oder? Wenn eine komplett ausgemachte Raid-Gruppe gegen Randoms zockt, fände ich irgendwie unfair, oder? Mal schauen. Können wir alles ausprobieren, wenn wir schon mal so viele Leute zusammen haben, dann... Wie gesagt, viele. Müssen wir mal schauen. Ob es dann viele sind. Oder ob das ein Schuss in den Ofen ist. Aber nach meinem Level-Up und nach dem Video werde ich erstmal noch mit PvP ein bisschen leveln. Obwohl, da muss ich auch aufpassen, dass ich dann nicht schon das Level-Up erreiche. Aber mir wurde ja gesagt, dass das letzte Level-Up dann doch nochmal ein bisschen länger dauern soll. Von daher, mal schauen. Aber das werde ich gleich dann sehen. Hier jetzt 800k XP. Und mal schauen, wie viel das letzte dann noch braucht. Aber selbst wenn es 3 Millionen oder so sind, schafft man das locker an einem Tag. Da bin ich zuversichtlich, dass das... Und da ist es auch schon. Kein großes Problem wird. Was? Wieder nur 850.000? Ich dachte, jetzt kommt irgendwie so ein fetter Sprung für das letzte Level-Up. Oh Mann, das ist ja richtig easy. Heieiei. Na gut, so. Und bei einem Harpien-Banditen müsste ich das mal verwenden. Ich bin außer Reichweite. Direkt mal die Hälfte abgezogen. Sehr schön. Viel Glück noch beim Leveln. Beim letzten Level wird mir gesch... Wie hast denn das so schnell rausgefunden? Habt ihr echt andauernd die FL offen? Das finde ich ja mal steil. So. Erstatte Nelson Bericht. Hier geht schon die nächste Zone. In die königliche Grotte. Da will ich aber auch mal reinschauen. Das interessiert mich jetzt aber, was hier so abgeht. In dieser Grotte. Ab Gildenlevel 3 kann der Gildentresor genutzt werden. Oder so stand hier gerade. Magieabwehr. Eine Verdauungspille erhalte ich dafür das Versteck. Und hier noch eine Mission. So. Oh. Aber hier könnte man auch sein Maximallevel erreichen. Egal, nö. Das ist dann zu verwirrend und vielleicht passen hier in diese Zone gar nicht so viele Leute rein. Sieht aber durchaus nett aus. Ich werde jetzt einfach mal herausfinden, ob man Schaden nimmt in der Lava. Nö. Seht mich an, ich bin unsterblich. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Na gut, das ist doch mal ein gelungenes Bild für...
den Abschluss von diesem Video. Nicht vergessen, morgen 16 Uhr. Also morgen nur, wenn man das Video am ersten Tag sieht. Mit morgen meine ich 13.06. 16 Uhr. Wie lange noch bis zum Max-Level? Ein volles Level. Und dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Bin schon gespannt auf morgen und was dann so auf Level 60 abgeht. Aber für jetzt würde ich sagen, war's das. Und es geht einfach beim nächsten Mal weiter.